Wir haben uns heute hier versammelt, damit ich euch zwei Top-Ausrüstungsgegenstände im ganz billigen Sektor zeige, mit denen ich jetzt schon mehrere Jahre eigentlich unterwegs bin und die sich einfach bewährt haben. Weil es gibt immer ein bisschen so Scheißsachen, die einfach billig sind und einfach nichts können, aber diese zwei bin ich wirklich überzeugt. Es ist einmal eine Klappsäge und einmal eine Klappschaufel. Da kann man auch ein bisschen so Wurzen segeln. Es ist vorne ein bisschen angeschärft, aber das Ganze sehen wir uns jetzt an in einem kleinen Review. Beginnen wir mit der Klappschaufel. Die ist in so einem Case drinnen. Und die ist natürlich zum Zusammenschraufen, so kennt man es, einfach hier drauf. Dann klappt man sich das auf oder kann es natürlich auch so arretieren, wie man will. Oder man kann natürlich auch so einen Spaten, na Spaten ist ja das gleiche Wort in Deutsch, oder? Also in Österreich heißt es Krompen. Aber man kann natürlich das dann richten, wie man will, natürlich auch beides gleichzeitig zum Fixieren. Das dreht man so rauf und dann ist das Ganze natürlich auch schon fixiert. Richtig gut sogar. Jetzt schauen wir mal rein in das Produktblatt. Das ist nämlich richtig witzig. Funktionen: Schaufeln, Plektren, Koteletts, Hobeln, Hacken, Flaschenöffner, Sägen, Schreddern und Heftklammernentferner. Ja? Das ist ein Heftklammerentferner. So steht das hier drin. Das kannst du nicht ernst meinen. Noch ein paar Details dazu. Insgesamt ist sie 49 cm lang. Das sind 19 und das, keine Ahnung, 15 oder so. Und es liegt einfach gut an der Hand und man kommt eben richtig geil in den Boden rein durch das Wurzelschneid-Ding hier, durch so eine Säge und auch durch, dass es hier angeschliffen ist. Wiegen tut es circa so ein halbes Kilo, ist legierter Stahl und das ist irgendwie so ein Gummigriff. Ah, da hinten ist ja auch noch ein Feature, genau. Man kann ja hier zum Beispiel irgendwas reinfüllen, was trocken bleiben soll oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung, habe ich noch nie benutzt, aber man kann auf jeden Fall hier noch Sachen verstauen. Dieser Spaß hat mich gekostet vor 2 Jahren circa 30 Euro, ist eigentlich immer noch so ziemlich auf dem gleichen Preis unterwegs. Es schwankt immer ein bisschen, derzeit ist wieder reduziert und es ist von der Firma Jungdo, was immer das sein soll. Kommen wir zum zweiten Produkt, was ich mit habe, und es ist eine Klappsäge, die wirklich saugeil ist. Also mit japanischer Zahnung, also richtig gut auf Zug und man hat jetzt, ja, es ist eigentlich ganz simpel, man hat diesen Modus zum klassischen Sägen, dann hat man noch einen Modus, der ein bisschen nach oben geht. Ansonsten ist es relativ schnell wieder zusammengeklappt und fix. Man kann das auch im Gürtel raufschneiden, habe ich noch nie gemacht, aber ist so. Wenn du mehr Autovideos sehen willst, abonniere gerne diesen Kanal, ist kostenlos und du unterstützt diesen Kanal. Jetzt geht's weiter. Finde ich, sieht auch ziemlich geil aus, das Orange. Manche wird es stören, ich für meinen Teil denke mir so, es ist irgendwie schon praktisch, wenn man es einfach viel leichter findet. Jetzt ein paar Daten zur Säge. Starten wir gleich mit dem Preis, oder? 20 Euro. Vorher, wann hab ich das gekauft? Am 20.08.2022 habe ich jetzt wirklich schon eigentlich immer dabei gehabt, bei jedem Abenteuer, was wir so gehabt haben und jetzt auch hier beim Bushcraft Shelterbau, beim Haus, wo wir jetzt gerade so dran sind. Hergestellt wird es von der Firma Hardwerk. Das ist 21 cm lang und vollkommen ausreichend, wirklich. Da haben wir schon richtige Prügel auch durchgeschnitten, weil man eben schön von beiden Seiten dazu kommt, sodass hier auch kein Bügel ist, kann man auch richtig gut durchfetzen. Also, und was auch mir schon öfter passiert ist, also wenn man jetzt irgendwo reinsägt und dann biegt sich das Blatt so. Noch keine Probleme gehabt bis jetzt. Noch nichts verbogen, nichts irgendwie abgebrochen und man kann die Klinge, wenn es wäre, auch hier ganz einfach wechseln. Schreibt mir in die Kommentare rein, was sind eure Meinung, eure Empfehlungen, eure Erfahrungen im Sinne von Klappschaufel und Klappsäge. Würde mich richtig interessieren. Diese zwei Ausrüstungsgegenstände sind wirklich, wirklich zu empfehlen. Ich bin jetzt jahrelang damit unterwegs gewesen. Checkt es gerne mal ab. Bis zum nächsten Mal.